Und da geht es auch schon weiter mit Let's Play Towns. Das andere, wir hatten ja das letzte Mal aufgehört. Was haben wir da gemacht? Ach stimmt, wir haben gerade ein paar Jedis getötet. Und wir hatten gerade so das ein oder andere Problem mit der Nahrung. Aber die werden wir jetzt nach und nach. Ja, die wird sich jetzt in Luft auflösen, sagen wir es mal so. Arthur geht's immer noch nicht so gut, ja. Ah, hier machen es gerade die ganzen Sachen für die Bäckerei fertig. Hier hatten sie alles. Und hier, ja. Ein gewaltiges Lager, wobei ich sagen muss, da kommt mir die Kohle doch ein bisschen zu kurz. Naja, wir werden sehen. Was haben sie hier gemacht? Holz haben sie gesagt. Ah. Und das habe ich hier angefangen. Hier werde ich einfach mal eine gewaltige, ja, Holzlandschaft machen. Beziehungsweise, ich werde einfach mal es etwas schöner gestalten, damit wir so einen kleinen Außenbereich hier haben. Damit jeder, der hier an unsere Festung irgendwie ups ran will, muss ich dann doch etwas anstrengen. Außerdem haben wir dann da hinten einen schönen Vorrat an Bäumen immer. Genau. Dann können wir die Bäume hier in der Mitte dann eigentlich mal rausmachen. Und sie dann hier drin alle durch diese Schneekirschbäumchen hier machen. Also dass wir hier drin eigentlich das ganze Unterding hier eine schöne Plantage wird. Das ist hier oben auch noch. Dann müssen sie dafür nicht rausgehen. Ja, die können eigentlich mal. Stimmt, das ist nur so eine bisher. Die mal eben abernten. Und dann sagen wir einfach mal hier ein paar neue hinstellen. Und oh, unsere beiden, die Alet und der Arthur, sind wieder bereit, Schabernack zu treiben. Dann würde ich mal sagen, wir suchen uns einen weiteren Yeti. Na, ein Einzelnen wäre recht gut. Ah, ihn hier. Dann Patrouillenpunkt Arthur. Patrouillenpunkt Athele. Beziehungsweise. Moment, Arthur seinen wegmachen, weil der doch leicht angeschlagen ist, aber jetzt, sprich, der kommt als Zweiter nicht mehr hin. Dann können wir den wegmachen, genauso wie den da hier. Denn ich glaube, ja, hier ist recht wenig gerade los. Die Kirschen können sie abernten. Das können sie nicht abernten, dafür können sie aber die hinten wieder abernten. Wenn wir wieder ein bisschen was zu essen haben. Gehen wir auf Geschwindigkeitsstufe 2. Und jetzt werden wir den nächsten Yeti verprügeln. Kommt schon! Ja! Und. Ah, der erste Schlag schon gesessen. Der Yeti voll vorbeigeschlagen. Adlea hat auch vorbeigeschlagen, aber. Oh. Adlea wurde getroffen und Arthur ist hungrig. Sie hat es jetzt auch schwer erwischt. Ah. Move, remove. Und wenn Arthur geht, geht sie natürlich auch wieder mit. Nein, Moment hier. Falsch, falsch, falsch. Diesen Befehl nicht machen. Die beiden werden wieder auf diesen Punkt hingeschickt. So, was können wir dann jetzt noch machen? Mir genügend Holz. Die Julia schläft einfach mal wieder im offenen Feld. Ist nicht gerade das Gesundeste, habe ich mir sagen lassen. Hier ist relativ frei, das ist schon mal gut. Brot wird gemacht und da hier jede Menge Kuchen. Und hier unten wird dann die Metzgerei sein. Beziehungsweise hier eigentlich, glaub, weniger. Denn hier unten kann man, glaub, auch sowas hier kann man Schweinefarm machen, aber hier geht's nicht. Nein, weil hier Schnee ist. Okay. Also können wir nur hier solche Farmen hinmachen. Kuh. Würde hier auch nicht gehen. In hier. In hier. In hier. In hier, okay. Dann brauchen wir.
Doch, wir brauchen eine Küche, genau. Die Küche war ja wichtig. Kitchen. Gut, eben so klein. Expandieren. Expandieren. Und dann möchte ich, dass ihr hier unten doch auch mal alles bitte umgrabt. Und da kommen dann nämlich unsere ganzen wunderschönen Mushrooms hin. Und zwar diese hier. Damit können wir nämlich... Ich glaube, das habe ich schon öfters mal gezeigt. Hier eine wunderbare Suppe machen mit 125 zu 100. Das ist ein schöner Durchschnitt. Cooking Bowl. Ah, jetzt sehe ich gerade, es braucht aber vier Sachen. Wasser auf jeden Fall. Dann Fleisch. Oh, also können wir zuerst nur die machen. Wir brauchen noch einen Eimer, stelle ich gerade fest. Wir brauchen eigentlich relativ viel, wenn man so sieht. Und Hühnchen. Ja. Was ist denn gerade aus? Beide Soldaten sind gerade nicht da. Wo sind sie denn? Arthur hat gerade gegessen. Ach, und sie isst auch gerade. Aber sie gehen nicht in die... in unsere wunderschöne Krankenstation rein. Schade eigentlich. Habt ihr denn alles erledigt? Hier, alles eingesammelt? Wunderbar. Das könnte man eigentlich auch noch einsammeln. Der Yeti hier unten ist dann auch mal weg. Ja, das regelt sich schon alles mit der Zeit. Hier nehmen sie noch einen. Kirschbäume haben sie genug für den Anfang. Essen ist noch so ein bisschen, naja. Könnte besser sein. Kommt aber hier dann auch in Lage hin. Hier gerade, wir müssen eigentlich hier... Doch komm, damit es gleich ist, machen wir auch einfach mal die Wand hier weg. Hier geht eine Leiter nach unten, ja. Aber die meisten scheinen gerade zu schlafen oder anderweitig beschäftigt zu sein. Na gut, dann heißt es einfach diesmal ein bisschen warten. Oh, die erste macht was, und zwar Juliana. Okay, das verwundert mich eigentlich. Ist eigentlich die, wo zuerst bei der Arbeit einschläft. Und Simon. Ja doch, Simon, von dem kennen wir das. Der hätte jetzt aber auch den letzten Stein auch noch irgendwie wegkloppen können, aber naja. Was will man haben? Was sagt... Moment. Gerade kolossal den Faden verloren. Und hier sind wir zwei Yetis auf einmal. Wo kommen denn die zwei auf einmal her? Auf jeden Fall ist hier nur einer in der Gegend. Und gegen einen haben sie noch locker eine Chance, bevor sie ins Krankenhaus müssen. Und los geht's! Das tödliche Duo. Ja, der hat Hunger, deswegen macht er sich jetzt auch gerade was. Das ist schon mal gut. Und jetzt, ja genau, macht ihn fertig. Können wir nämlich diesen einen Baum abernten und... Ne, den können wir nicht abernten, verdammt. Was ist jetzt mit ihr passiert? Oh, sie ist richtig schwer verwundet worden, okay. Dann Arthur, remove den hier. Remove. Ab zurück. Das hat so keinen Wert mehr. Juliana, das solltest du jetzt eigentlich nicht mehr machen, aber na gut. Hauptsache, du kommst noch schnell genug von da weg. Beeilung. Das ist ein Yeti, genau, nimm sie. Nein, nimm sie doch mit. Ach, verdammt. Jetzt wird der Yeti bestimmt vom Essen angezogen. Ach, meine gut. Weniger bis gar nicht gut, wenn man es eigentlich so sieht. Gathering 5 von 5. Also Brot haben sie auf jeden Fall immer da. Was wir noch machen könnten, wäre hier eigentlich... Ähm...
eine Reihe von Bäumen ansetzen. Ich meine, Büsche sind hier genug eigentlich da. Haben wir denn schon gesagt, sie können auch Apfelkuchen machen? Nee, lassen wir sie erstmal. Dann lassen wir sie erstmal. Sagen wir nämlich hier keine sicheren Bäume haben. Sind hier sonst noch irgendwo Birnenbäume? Ich glaube nicht. Hier hinten, nein, das ist nur ein Apfelbaum. Ah, verdammt, hier hinten sind Birnenbäume. Sprich, wir können auch nicht sagen, die sollen mal eben ein paar Birnen ab von dem Baum runternehmen. Das könnte nämlich auch böse enden. Moment mal. Unsere Kriegerin ist doch... ist mitten auf dem Nachhauseweg eingeschlafen. Oh Gott, also... sie ist echt die beste Kriegerin überhaupt. Die schläft einfach mal überall ein. Oh Mann, oh Mann. Na gut, Cushion? Hat er genommen, das ist schon mal gut. Hier kommt es auch so nach und nach. Wenn wir noch jede Menge Holz, dann können wir doch eigentlich mal sagen, dass wir noch ein paar Fässer brauchen. Das ganze Rohmaterial hier. Damit nämlich auch der ganze Schnee hier wegkommt. Beziehungsweise, den Schnee brauchen wir ja nachher noch. Ach, der kommt auch mit hier rein. Na gut, na gut. Die Fackeln sind auch noch hier. Haben wir denn 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das reicht wahrscheinlich nicht ganz aus. Den abholzen, den, den und den. Den können wir nur abholzen und... doch, die da unten. Die gehen alle noch. Oh, oh, Moment, Moment. Nicht diese Bäume. Die sind wichtig. Die müssen wir nämlich nachher dann noch... ja, warte, die können wir gar nicht. Ah, die können uns extern als Kirschbaum-Lieferanten dienen. Ah, das war jetzt gerade so übel. Was ist eigentlich mit... die schlafen gerade alle. Beelzebub hat was abbekommen. Ich weiß nicht, warum, aber okay. Ich glaube, denen gefällt die Kälte nicht so, weil wir haben ja gesehen, dass, ich glaube, Simon war es, bei der letzten Aufnahme doch auch ein bisschen Schlüffrosch und alles hatte. Ja, gerade er hat jetzt Hunger, dann schnappe dir einfach mal ein paar Kirschen und mache dir ein leckeres Brötchen. Oder ess sie einfach so, genau. Genau, dazu ess. Na, er ist beim Essen wieder eingeschlafen, das ist normal für ihn. Und wir brauchen... ja, wir brauchen dringend ein bisschen mehr Getreide. Der Weg nach hier ist an sich frei. Wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4? 5 Stück. Das tun wir nämlich das hier... ah, da haben wir schon wieder. Wir brauchen hier nämlich ein bisschen mehr Getreide. Solange unsere Pilzfarm noch nicht steht. Und beide sind gerade irgendwo am Schlafen oder hier am Rumwerkeln. Die schlafen gerade alle irgendwie ein bisschen. Mit ein bisschen meine ich verdammt viel. Komm schon, ja, du hast Hunger, ich weiß, ich weiß. Ja, dann Moment, dann sag mal einfach mal... ja gut, das machen sie jetzt gleich fertig. Dann einfach hier weniger machen. Kann man alles nachher machen, das spielt keine Rolle. Hauptsache das Feld hier wird gemacht. Damit wir noch mehr Getreide anfarmen können. Genau, rein damit, alles in die Mühle. Ja, 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 jetzt bauen wir langsam wirklich richtig dringend was. Das brauchen wir jetzt alles noch nicht.
Wichtiger ist, dass hier mal jemand die Linie macht. Und Belzebub bist. Nein, du bist nicht. Belzebub Junior? Auch nicht. Ja. Wir sind gerade eher mit Holzhacken beschäftigt als mit sonst irgendwas. Ja, ich hätte auch den Befehl abbrechen sollen. Aber na gut, aber na gut. So, eine Mühle. Gibt es hier unten eine Kuh zumindest? Hier wäre direkt eine in der Nähe. Sprich man. Oh. Oho, oho, oho. Kuhfarm, nein. Aber eine kleine Mühle wäre. Wäre genau hier angebracht. Und bitte, komm schon. Doch dringend ein paar mehr Arbeiter. Sie heilt sich schon mal, also geschlafen hat sie. Jetzt liegt sie einfach nur im Bett und lässt sich auskurieren. Arthur geht es ihr wieder gut.